Hallo, schön, dass ihr da seid. Lies of P geht weiter. Das in der letzten Folge habe ich mich ja vielleicht ein bisschen über den Erzbischof aufgeregt. Ich hoffe, heute läuft's besser. Ja, ich hätte auch den Ladescreen schon mal reindrücken können, dass ihr jetzt nicht beim Zuschauen hier einen Ladescreen habt, aber ist ja auch schnell wieder vorbei. Oh, Legs und es geht wieder. Gut. Let's go. Also gut. Puh, immer mit der Ruhe. Oh. Da war noch die Musik am Laufen. Ups, Entschuldigung, aber ich hoffe, das wurde einfach überdeckt vom Ingame-Sound. Sollte passen. Okay, Erzbischof. Immer mit der Ruhe. Einfach nicht so viel am Anfang treffen lassen und irgendwie diesen Laser unter Kontrolle kriegen. Shit, die Zunge wieder. Zu spät gedrückt. Wow, ich habe einen fetten Lag. Nice. Was tut er jetzt? Gut, okay. Erste Phase durch. Scheiße. Scheiße. Es geht wieder so los, ne? Ich komm. Ey, come on. Wie ich nicht an seinen Hintern komme. Ist es für euch zu laut? Ich glaube, es ist ein Ticken zu laut, ne? Das kann doch nicht wahr sein. So ist besser. Auch wenn es mega geil ist, die Soundkulisse ist richtig gut gemacht in dem Spiel und die Musik und alles kommt einfach richtig nice. Aber ich hänge hier schon wieder, ey. Die erste Phase ist super, aber...
Ich würde ihm wirklich gerne seine Hungezunge aus dem Hals schneiden. Nein, dreh dich doch nicht so schnell mit mir um. Na bitte, geht doch. Nein, das war dumm. Oh nein, jetzt kommt der Laser, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, das müsste es gewesen sein. Yes! Nice! Oh, endlich! Nach so einem gigantischen Stress beim letzten Mal. Einfach mal nur eine Nacht drüber schlafen. Oder zwei, drei Nächte. Nee, es ist länger her. Egal. Oh. Yes! What? Oh. And now the stage is set. Der Gegenspieler. Das ist also unser Feind, der große Feind. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the green overtook me. Und stimmt den Lobgesang an, denn ein neuer, dass die so schnell weggehen, denn ein neuer Heiliger ist gekommen. Ich, Sankt Andreas, werde dieses Land weihen. Okay, Moment. Ja, wollte gerade sagen, hier komme ich doch her. Moment. Es ist mittlerweile auch so drin, dass in Lies of P, dass mir auch in Lies of P keine Tipps gegeben werden. Aber eigentlich ist es bei Lies of P, wäre es cool, alles alleine zu schaffen, aber jetzt gerade zum Beispiel der Dreifaltigkeitsschlüssel der Kathedrale. Wenn jemand weiß, wo der ist,
Könnt ihr das kurz raushauen? Dann öffnen wir noch die... Habe ich... Heißt das, ich habe die Schallplatte gefunden, das Symbol? Heißt wahrscheinlich, dass ich es gefunden habe, ne? Und den Hund. Ja, den Hund, den habe ich getroffen, auf jeden Fall. Da gibt's eine. Ah, okay. Bücherei der Kathedrale, okay. Und, ah, okay, das ist, was es noch Neues gibt, weil ich sehe gerade unten Hotel Krat, da gibt's auch noch neue Infos jetzt. Dann hören wir uns doch mal an, was die Lies of P Story so zu bieten hat noch. So, du stehst hier an dem Plattenspieler. Gradversorgungskiste kann Polendinas Laden erweitern. Polendina warst du, ne? Nee. Das war der... Ist das der? Ja, nee. Der war das. Der hier ist, glaube ich... Ja, Polendina. Waren hinzufügen. Gerade Versorgungskiste geben. Ja. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks. Okay. Welcome to Hotel Krat. Ah, guck mal. Ja, das kaufe ich doch direkt. Nehme ich. Leuchtend roter Apfel, ein frischer roter Apfel. Er sieht aus, als wäre er unglaublich süß und saftig. Ein süßer Apfel. Okay. In Krat ist er heutzutage besonders wertvoll. Okay. Moment. Was ist jetzt? Das ist Quarz und das ist Quarz. Dunkelmondsteine und sowas hat der. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr Quarz kaufen will. Ich muss erstmal schauen, was ich machen kann. Das andere Gesicht, war das das Gesicht von ihm? Ich glaube, ne? I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? Ja, klar. I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Okay. Ja, machen wir. Was ist das hier? Warum kann ich das untersuchen? Okay, ich glaube, das habe ich schon mal... ja, okay. Och, ganz schön viel Gelaber. Da hat er nur erklärt, was abgeht. So, ich glaube, dass diese Feuer... Also ich hätte gerne das Schild Aegis, aber ich glaube, dass die Flammenberge mega gut ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gleich upgraden will. Ach nee, komm. Ich behalte das Upgrade-Material. Aber ich will sie wechseln. Warte, Moment. Ich will die Flammberge benutzen. Weil aktuell habe ich... Was ist das? Elektroschock, ja. Ach, ich habe die... Hä? Kann ich die gar nicht herstellen? Doch. Ach, jetzt. Okay. Hier, jetzt hat Flammenwerfer. Geil. Flammenwerfer. Wuhu. Oh, darf ich hier drin nicht benutzen. Schade. Erstmal hier drin irgendwas abfackeln. Geppetto! Hast du was für mich? Erstmal hier noch. So, das haben wir gemacht. Was gibt's denn hier noch? Ich glaube, das hatte ich gesagt. Erhöht die maximale Anzahl an geladenen Fabelslots. Erhöht Dauer von überwältigbar Status des Feindes. Ist auch nicht schlecht. Ermöglicht ein weiteres Ausweichen während der Ausweichbewegung. Auch nicht schlecht. Aber ich nehme den. So. Ladungsüberwältigen Angriff verbessern. Erhöht den überwältigen Angriff von Ladungsangriff. Was? Erhöht die Überwältigdauer eines Feindes. Ja, das wollte ich ja machen. Habe ich noch einen Quarz? Ja. Pulszellenladung für tödliche Angriffe verbessern. Aufwertung für Ladung von entladenen Pulszellen nach tödlichem Angriff. Was? Diese Übersetzung ist so seltsam. Pulszellen. Was sind nochmal die Pulszellen? Verringert den Schaden. Achso, das sind die meine Heildinger. Wenn Pulszellen entladen sind, Schaden beim Ausweichen verringert den erlittenen Schaden beim Ausweichen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Für tödliche Angriffe. Ja, für tödliche. Aber ich glaube, da wäre das besser. Verringert den erlittenen Schaden. Was gibt's denn hier sonst? Legion wird beim Eliminierung von Feinden geladen. Weiß ich nicht. Benutze ich nicht so oft, deswegen. Ausdauerverbrauch für Ladungsangriff verringern. Ist quasi die schwere aufgeladene Attacke. Fabelladung für perfekter Block. Okay. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Das ist so deutsch. Das ist so deutsch. Oh Gott. Oh Mann. Oh Gott. Ah, klasse. Okay, alles klar. Ah, dieses Wort, diese zwei aneinandergereihten Wörter. Die, ja, genau, den Bindestrich hätten sie noch weglassen können. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Oh Mann. Oh, Legionsmagazin-Effekt. Warum habe ich jetzt hier eine Fliege? Hallo, hier dürfen keine Insekten reinkommen. Das habe ich verboten. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Ja, ist eigentlich auch cool. Schneller Level, ne? Ja, mache ich. Schneller leveln, finde ich gut. Was gibt's hier dann so? Erhöht die Anzahl an ausrüstbaren Slots am Amulett. Okay, cool. Behält Deckungsrückgewinnung bei Pulszellen. Was, wenn... Au, das ist gut. Das will ich auf jeden Fall haben. Behält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden
erhalten wird. Okay, das ist auch gut. Aber das ist mir schon oft passiert und ich habe mir gedacht, oh, jetzt habe ich was verschwendet. Wertet den Waffenangriff auf, wenn Pulszellen entladen werden. Werden oder entladen sind? Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Erhöht den. Das ist gut. Ja. Super. Da nochmal fett aufgelevelt. Ich muss mir nur jetzt zu Herzen nehmen, auch die Legionswaffe zu benutzen, weil Flammenwerfer finde ich cool. Wobei die Aegis, die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Weil ich mache ja immer einen perfekten Block. So, hilf du mir mal beim Leveln. Jetzt ist sie wieder sicher. Weißt du was, Sophia? Ich guck mal nach. Was ist eigentlich Fortschritt? Ah, das macht Legion, Feuer, Elektroblitz, Störung, Schock, Brechen. Keine Ahnung. Eigentlich will ich hauptsächlich mehr Leben und mehr Schaden austeilen, ne? CD. Das heißt, eigentlich müsste ich mehr Entschlossenheit leveln als Technik. Dann machen wir das so. Wie viele von diesem Ergo-Zeug habe ich eigentlich? Das ist ja das hier. Da habe ich auch richtig viele, ne? Ich könnte einfach mal leveln. Aber obwohl es... Obwohl das gesamte Publikum in einer Blutlache verschwand, war der... Okay, Ergo, das vom Parademeister stammt, das ist von immenser Macht. Ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo brauchen. Ein Schatzsucher. Okay, dann behalte ich die mal, weil das klingt so... Also hiervon nehmen wir mal 6 Stück. Und hiervon 7. Einfach nochmal ein bisschen leveln. Das müsste für ein Level reichen. Ich wünschte, ich wäre wieder in Krat vor der Versteinerungskrankheit, vor der Katastrophe. Krat war eine Stadt des Lichts und der Freude. Ich wünschte, ich könnte wieder zurück, selbst wenn es nur ein Tag wäre. Okay. Ja, guck mal. Passt. Können wir noch eins... Kann ich noch eins hochleveln? Läuft. So, ab die Post. Ins nächste Gebiet. Die gute Sophia hat gesagt... ja, hier ist der Hund jetzt. Den habe ich hier hingeschickt. Stimmt. Da habe ich gesagt, geh doch mal dahin. Frage ich kurz nach, wie es ihm geht. Ja, warum eigentlich nicht? Wir sind ja gerade im Story-Modus. Nachdem der Boss dann doch recht gut besiegbar war für mich. Was ich sehr gut finde. Dass ich mich dann nicht habe länger aufhalten müssen. Nicht noch eine ganze Folge, das wäre hart. So, Hundi, wo bist du? Wo bist du? Ich vermute ihn jetzt irgendwo hier. Abgefackelt. Autsch. Erstmal wieder klarkommen, ey. Ach, er macht ja 2.
Du Bazi! Wow! Er ist einfach auseinandergefallen. So, Hundi, wo bist du? Also hier wahrscheinlich nicht, weil da ist ja das andere Leuchtfeuer, der andere Stargazer. Dann würde ich den Hundkollegen hier irgendwo vermuten. Nee, da drin nicht. Weil er wurde mir ja angezeigt bei der Teleportation. Ach, guck mal. Hi. Okay, Entschuldigung. Sorry, I let my frustration get the better of me. This place is crawling with hostile puppets. You must have known that, but you still send me here. Honor and trust are everything to this hound. You've insulted me to the core. Oh, Entschuldigung, so war's nicht gedacht. But perhaps there's a shred of decency in you, so I'll ask again. Do you know of a safe place? Oh, Leute. Es hieß, ich soll ihm nicht sagen, dass da was Sicheres ist. Nice try, but I've been there already and I know better. The puppets have already destroyed that place. Ja, wenn da die ist doch dann. Again, you spurn my trust. But even a brave soul like me cannot afford another enemy in times like these. I shall show you mercy. Perhaps it will inspire a nobler spirit in you. But beware. Do not fool me ever again. Deine Federn reagieren? What? It seems the hotel is the only other option. Lol, soll ich ihn killen? Kann ich ihn killen? Sollte ich ihn killen? You tricked me with your lie. Aber da ich so gütig bin, lasse ich noch einmal durchgehen. Sei dir bewusst, dass meine Güte ihre Grenzen hat. Denk dran, die Reißzähne des Hundes gieren nach dem Hals des Verräters. Okay, ich verstehe nicht so ganz, was es mit ihm auf sich hat. Naja. Gut. Jetzt geht's weiter. So. Diese Kapelle, ne? Oder Kathedrale, was es hier alles gibt. Ganz wild. Vor allem scheinen wir unter der Kathedrale zu sein und hier gibt es ein riesiges Untergrundgedöns. Einen riesigen Untergrundkomplex. Ich komme mir fast vor wie Batman. Oh, und es geht noch tiefer. Holy shit, ich meine, wir sind doch schon unten. Warum liegt da Loot so einfach rum? In Dark Souls ist das immer ein schlechtes Zeichen. Okay. Hier gibt's einfach mal random Loot. Auch nicht schlecht. Hallo? Pfad des Pilgers, neblige Nacht. Was ist das denn? Aua! 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 Du bist ja eklig. Du bist ein Hund mit Auswüchsen, mutiert, so ähnlich wie der Bischof. Bestimmt hat der Bischof dich gegessen. Und das ist eine Falle. Ich hab's gesehen. Spezialreinigungsampulle. Ui, hallöchen, gute Dame. Oh, wartet mal kurz. So nicht. Finde ich nicht so cool von euch. Ey.
once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. Okay. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Die Kathedrale sieht mega krass aus. Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, warum ich so weit nach unten konnte. Ich war einfach nicht unter der Kathedrale. Ich war durchgehend in der Kathedrale, aber das Ding ist einfach riesengroß. Ein Kind, das ein Segen für seine Familie war, liegt hier unter. Liegt hier. Möge er in Frieden ruhen. Was ist das? Du kannst das jetzt nicht benutzen. Was heißt hier jetzt nicht? Ja, dann mach's halt sauber. Vor allem ist hier direkt noch einer? Lol. Okay, das ist seltsam. Ja, die Tür geht nur von der anderen Seite auf. Aha, da ist wieder ein Wahnsinniger. Hallöchen! Okay. Links rum oder rechts rum? Ich gehe mal rechts rum. Wow, oh shit, am Boden, Falle. Eieieiei. Okay, jetzt weiß ich auch, was brechen ist. Oh, okay. Da fällt einer von oben auf mich runter. Da habe ich mich schon zweimal erschrocken. Könnt ihr bitte damit aufhören? Was haben wir da? Säurehaltiger Kristallspeer. Ja, Falle, habe ich gesehen. Einfach mal, um es zu testen. Säurehaltiger Kristallspeer. Fortschritt. Ah, der braucht Fortschritt. Wow, okay. Der hat recht hohe Reichweite. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Ach, ja klar. Diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Oh, was bist du denn? Ein riesiger Bär, alter Schwede. Ey. Reicht dann auch mal wieder. Oh, okay. Jetzt bin ich hier hinten in der Ecke. Das ist nicht so geil. Nein, jetzt bin ich in die Falle rein. Nein. Alter. Die Waffe ist auch nicht cool jetzt gerade. Okay.
Das war's mit Pinocchio. Da hätte ich gerne bitte die Axt. Weil ich glaube, die Axt macht hier doch noch mehr Schaden. Der Speer ist okay, aber... Ich habe jetzt halt auch ganz anders gelevelt. Also eigentlich bräuchte ich eine Waffe, die Entschlossenheit und Dingens gibt. Ja, reicht. Reicht dann auch wieder. Oh, hier war doch... War hier nicht noch irgendwo was? Doch, da oben kommt es. So, Bärchen. Kommt der von oben hier noch, wenn ich jetzt da unten langlaufe? Weil... wo sitzt denn der? Auf dem Baum. So, dass ich ihn nicht sehen kann. Aua. 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 Hör mal. Nein, ich habe meinen Scheiß nicht eingesammelt, oder? Doch. Doch, ich hab's eingesammelt. Ganz schön wilder Bär. Wisst ihr, wie man sich bei Bären zu verhalten hat? Wenn die einen angreifen? Ich vermute mal, dass das hier nicht drauf passt. Also, dass ich jetzt diese Taktiken nicht anwenden sollte. Totstellen? Bei dem einen ja, bei dem anderen nein. If it's black, fight back. If it's brown, lay down. Also Schwarzbären, if it's black, fight back. Bekämpfen, am besten irgendwie auf die Nase hauen oder so. Oder groß machen, schreien, laut werden, sowas. Und wenn sie braun sind, if it's brown, lay down. Dann hinlegen und... Und totstellen. Ganz klein machen. Sich nicht bewegen. Okay, Kopf ab. Den Kopf ab. Okay, da geht's lang und da geht's hier runter. Ich guck mal hier runter. Aua! Ey, die Dinger sind voll mies. Die Falle habe ich diesmal gesehen. Eine Kette. Hier ist alles voll mit Fallen. Und hier komme ich wahrscheinlich jetzt wieder zum Bären. Ja, okay, alles klar. Ja, ich vermute mal, dass diese Taktik, if it's brown, lay down, weil das war, glaube ich, ein Braunbär, bei einem mutierten Seuchenbär nicht die beste Option ist.
Wäre jetzt so meine Vermutung. Okay. Ach, guck mal. Aua. Ja, Mann. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Wartet mal, wartet mal. Ah, na bitte, geht doch. Legionsmagazin. Okay, cool. Hey, Hallöchen. Noch ein Legionsmagazin. Okay. Ich benutze sie auch gar nicht, obwohl ich sie habe. Eigentlich könnte ich die Leute anzünden. Ich habe doch extra einen Flammenwerfer jetzt dabei, um Leute anzuzünden. Eingang zu den Gruftslums. Aha. Hier ist ganz schön was los. Boah. Yes. So. Der nächste. Ja, du hältst ganz schön viel aus. Oh, der macht zwei. Und einen dritten noch hinterher. Jetzt brennt er. Perfekt. Läuft. Wurfkugel. Okay, noch ein Legionsmagazin. Damit kann ich wahrscheinlich die Legionswaffe einfach aufladen, wenn sie leer wäre unten links. Das sieht alles ganz schrecklich. Finde ich ganz schrecklich, weil hier fallen mir wahrscheinlich ein Haufen Leute auf den Kopf. Attributswiderstandsampulle. Okay. Sind hier irgendwelche... War das in dem Spiel so, dass man hier Türen mal aufmachen kann? Nee, ich glaube nicht. Hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Trübes Ergo. Paar Kisten. Okay. Da drin war ich, oder? Ja, da drin war ich. So, hier sieht's wild aus. Hier sieht's wirklich wild aus. Da rechts geht's noch lang. Da geht's doch irgendwo noch lang. Dann war ich da noch nicht. Aber... Von der Seite komme ich da nicht hin. Dann muss ich von unten hier hochlaufen. Ah, und da oben ist eine Abkürzung. Okay, irgendwie komme ich von der anderen Seite. Wahrscheinlich dorthin. Da springt schon wieder einer von oben runter. Du Ratte. Gib mir deinen Loot. Scharfes Rohr. Gesucht. Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Eine kriminelle Gruppe. Okay. Also ich könnte jetzt natürlich hier runterspringen und dann darüber, aber irgendwie ist das hier ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich bleibe erstmal oben. Unter mir höre ich auf jeden Fall Gegner. Dass ich da jedes Mal zu spät dran bin.
Die verwirren mich noch ein bisschen. Die Angriffe von denen. Ah, hier ist die Leiter. Okay. Moment. Feuerschleifmittel. Nice. Sogar in einer einstürzenden Hütte ist ein Schatz zu finden. Finde heraus, was mit dem gierigen Paar passiert ist. Sogar in einer einstürzenden Hütte ist ein Schatz zu finden. Finde heraus, was mit dem Paar passiert ist. Ist das hier die einstürzende Hütte? Nee. Wo geht's denn hier lang? Hier komme ich wahrscheinlich jetzt oben zu dem Stargazer. Den ich von der anderen Seite, hier. Ja. Guck mal hier. Kritzeleien eines Slumbewohners. Alles hat sich verändert, nachdem... Moment. Alles hat sich geändert, nachdem der Arzt die blaue Medizin verteilt hat. Ich habe meinen Bruder begraben. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt mein Bruder war. Wer ist der Doktor? Wem gehört das blaue Haar in seinem Stock? Was? Okay. Klingt wild. Oh, warte mal, kann man die Tür hier... Nee, ist nicht zum Aufmachen, oder? Muss ich jetzt nochmal hochfahren? Ich glaube, ich muss nochmal hochfahren, um es zu testen. Da muss ich doch glatt nochmal nach oben. Ich bin neugierig, ob da eine Tür war zum Aufmachen. Es sah jedenfalls so aus. Aber warte mal, hier... Knapp. Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Gibt's da oben irgendwas? Nee, ne? Das könnte schon sein. Aber hier sterbe ich, wenn ich jetzt runterfall. Autsch. Saftsack. So, also. Fahre ich jetzt noch mal einmal ganz kurz ganz rauf. Hier geht's ja noch weiter runter. Ja, komm. Müssen wir. Muss ich kurz gucken. Ich bin neugierig. Ich muss wissen, ob da oben noch was ist. Hier. Nee, schade. Es sah wirklich so aus. Du scheinst auch keine Kiste zum Aufmachen zu sein. Und schade. Okay, na gut. Dann wieder ab nach unten. Gut, also. Hier in der Ecke ist nichts. Finde heraus, einstürzende Hütte. Finde heraus, was mit dem Paar
passiert ist. Wow! Holy Guacamole! Meine Güte! Kannst du auch ein bisschen leiser herkommen? Wow! Kollege! Okay, okay. Hat mich erschreckt, ey. Aber da war ich gleich... Oh, das ist das hier die einstürzende Hütte? Finden wir mal raus, was mit dem Paar passiert ist. Würde ich sagen. Hallo? Nö. Nix Rätsel oder so. Einfach Loot. Korrosionsbeschädigter Konverter, Belfort Superior. Okay. Diese Namen teilweise. Ja, ich kann leider nicht sagen, was mit euch passiert ist, ne? Keine Ahnung. So. Jetzt war hier noch ein kleiner Loot. Andi, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Danke fürs Einschalten. So, jetzt geht's hier weiter. Immer vorsichtig. Ich habe mich heute schon 3 oder 4 Mal erschreckt, ey. Es reicht. Es reicht für einen Tag. Gibt's hier nichts? Das sieht... Wow! Was passiert da? Andi, danke für deinen Prime-Sub. Dankeschön, Mann. Was geht heute ab, hey? Ihr seid ja geil. Ja, eine Brücke. Auf eine Brücke jetzt hier. Da springt mir doch bestimmt... Da oben hängt einer dran. Den habe ich gesehen. Da springt mir gleich einer auf den Kopf, wollte ich sagen, weil er von unten irgendwo raushüpft oder so, aber er hängt schon sichtbar am Brückenpfeiler. Oh oh. Aua! Ach Leute! Shit. Kacke. Was ist das Ziel von dem Game? Ich habe kurz in den Chat geguckt, weil was da was aufgeploppt ist. Und ja, das hat man nun davon. Was ist die Story? Willst du das... Das ist im Game Pass drin. Hast du den Game Pass? Dann kannst du es selber spielen. Wir sind Pinocchio und es geht ein bisschen um Pinocchio-Kram. Ein bisschen ums Lügen. Steampunk-mäßig sind wir quasi eine Puppe, die ja zum Leben erweckt wurde. Pinocchio-Story halt, ne?
Kann ich jetzt hierher? Ist der jetzt weg? Ja, kann ich einfach durchlaufen. Und, aber ansonsten weiß ich jetzt auch noch nicht viel. Wir sind aufgeweckt worden, weil die Stadt von, also einmal, weil es so eine Art Puppenseuche gibt oder beziehungsweise eine Puppenkrankheit. Dann gibt es eine Versteinerungskrankheit. Die Puppenkrankheit, die hat die Puppen quasi wild werden lassen, und die Versteinerungskrankheit, die hat die Menschen wild werden lassen. Nein, eigentlich sollte die Versteinerungskrankheit die Menschen nur zu versteinern quasi, dass sie danach halt am Sack sind, so versteinert und so, ne, kennt man. Aber irgendwie sind die dann mutiert und jetzt haben wir hier auch noch Zombies mit dabei. Also ganz wild. Ganz, ganz wilde Nummer. Alles Mögliche am Start. Geppetto haben wir schon befreit und seinen Kumpel. Und die Puppenfabrik kann keine neuen bösen Puppen mehr herstellen. Dann haben wir irgendwie den Gegenspieler, haben wir schon gesehen gerade vorhin in der Cutscene. Ich bin ja versucht, da runter zu hüpfen, aber ich sehe gerade nicht, wie ich wieder hochkomme. Ah, hier drüben. Da ist eine Leiter. Okay. Buntes Ergo-Fragment. Okay. Ja, mir gefällt das Setting auch sehr gut. Also die Story ist auch ganz cool bisher. Auf jeden Fall mal nicht so kryptisch wie Dark Souls, ne? Dark Souls ist ja wahnsinnig kryptisch. Und hier recht geradlinig. Schwere Bosskämpfe. Viel zu entdecken. Oh Gott, da haben wir schon wieder einen. Ich sehe ihn doch schon. Und da oben drauf steht auch einer. Eindringling. Okay. So, gucken wir mal, was du kannst. Aha, du bist der Bär nur in anders? Oh oh. Geil. So, du da oben hast den auf mich geschickt. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Jetzt komme ich zu dir. Kannst du nicht einfach einen riesigen mutierten Bären auf mich loslassen und dann verschwinden? Dich nicht mal für deine Taten verantworten? Gibt's ja gar nicht, ey. Einfach so. Name des Ziels unbekannt. Zugehörigkeit Sweeper. Codename Katze. Okay. Sicherheitserinnerung für Idioten im Malum-Distrikt. Okay. Ja, ich bin ja jetzt in dem Bereich, in den mich die gute Dame geschickt hat. Die meinte, sie macht sich Sorgen, was hier los ist. Aber mir scheint, die kommen ganz gut alleine zurecht. Warum sollte ich jetzt weiter hier mein Unwesen treiben, wenn die mich hier gar nicht haben wollen? Okay, das ist jetzt... Also das ist ja wohl mal so Dark Souls 2 hier gerade. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Spezialwiederherstellungsampulle, okay.
Eigentlich will ich gar nicht weiter runter. Ich habe noch keinen Stargazer gefunden, keinen neuen. Hier gibt es ja keine so Dark Souls-Dinger. Das wäre seltsam, wenn es hier so... Wenn die versteckten Räume wie in Dark Souls wären. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz so krass werden sie es ja nicht kopieren, oder? Sonst irgendwo noch was? Nee, also dann weiter hierauf. Dann hierher. Okay. Davon ist ein Stargazer, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hey, ihr zwei wieder. Aber mit den beiden reden wir in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.